Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Neue Woche, neues Glück. Und hör rein in die nächste Community Challenge, denn ihr habt mir wieder Challenges gestellt. Eine davon habe ich ausgewählt und die machen wir heute. Wenn ihr auch noch einen Challenge-Vorschlag habt, dann gerne in die Kommentare damit. Denkt dran, immer eine Stunde Zeit, um die zu schaffen. Und was wir diese Woche machen sollen, das hören wir uns jetzt an. Passend zur Maisernte. Community Challenge: Maiskolben erlege 2 Goldkeiler Wildschweine männlich, 1 Silber den Rüden, Fuchs männlich und ein Rothirsch in Silber, auf Hirschfelden auf den Maisfeldern. Mit der Eckers 30.06. Zeit darfst du 1 mal umstellen. Viel Spaß bei der Challenge und Waldmannsheil. Hallo, ich melde mich aus dem Schnitt. Erst jetzt ist mir leider aufgefallen, dass ich die Challenge mit der 30.06 spielen sollte. Habe ich während des Lesens der Challenge nicht so wahrgenommen. Dementsprechend werdet ihr im Video andere Waffen sehen. Aber da ich jetzt auch keine Zeit mehr habe, noch pünktlich ein anderes Video aufzunehmen, bekommt ihr es trotzdem zu sehen und ihr werdet einfach die Challenge mit anderen Waffen erleben. Trotzdem war die ganz schön knapp und cool. Deshalb viel Spaß mit dem Video. Passend zur Maisernte sollen wir also auf den Maisfeldern jagen. Ich glaube, es ist gerade die Zeit, oder? Mitte September. Mais steht gut auf den Feldern. Ich glaube, der müsste jetzt so langsam abgeerntet werden oder wurde schon mit einigen abgeerntet. Dementsprechend passende Challenge dazu. Und 4 Tiere zu schießen, 2 Keiler, ein männlichen Fuchs in Silber und einen Rothirsch in Silber. Ich glaube, mit den Keilern wird es echt ein Problem, aber dazu kommen wir dann später. Wir versuchen erstmal einen Fuchs zu finden. Gibt natürlich nicht so viele Maisfelder leider auf Hirschfelden. Gibt sehr viele Getreidefelder, aber Mais, naja, haben wir nicht ganz so viele. Deshalb müssen wir gucken, dass wir mit denen zurechtkommen, die wir haben. Und jetzt erstmal hier die Petershainer Maisfelder am Absuchen. Wir dürfen einmal die Zeit umstellen, das werden wir auch nutzen, denn sonst wäre die Challenge gar nicht machbar, da die Rothirsche gar nicht in den gleichen Zeiten wie die Wildschweine oder die Füchse auf den Maisfeldern sind. Deshalb, ja, das auf jeden Fall sonst gar nicht umsetzbar. Ich würde hier gerne mit einem Fuchs beginnen, das heißt, wir müssen auch erstmal einen Fuchs finden, der irgendwo auf den Maisfeldern überhaupt rumstreift. Und das ist schon gar nicht so leicht, denn die Füchse gehen hier in diesen Maisfeldern auch oft mal gerne ein bisschen unter, weil sie halt so klein sind und sich dann da irgendwo durchpirschen und man sie gar nicht so richtig sehen kann. Deshalb ist Fernglas hier auf die Distanz eigentlich immer eine gute Wahl. Da sehen wir nämlich dann, wenn da hinten zum Beispiel der Mais noch gar nicht gerendert ist, die Füchse würden wir da aber dann schon zu Gesicht bekommen. Also müssen wir definitiv hier die Augen aufhalten und ich hoffe, dass wir dann irgendwo hier einen Fuchs haben. Wenn wir nämlich hier keinen haben, naja, ich habe noch so 2, 3 andere Orte, wo ich Maisfelder habe, aber viele sind es nicht. Den Timer starten wir natürlich auch, bevor wir hier aufs Maisfeld marschieren. Die Stunde läuft und jetzt heißt es hier Sachen finden. Was haben wir hier? Das ist schon mal eine Fährte auf jeden Fall, aber von was für einem Tier? Ist sogar klein, oder? Ist das ein Fuchs? Oder könnte ein Fuchs sein? Lass uns einmal aus den... Ja, guck mal hier, Fraßgebiet. Aber wann? Der Fuchs ist ja gar nicht da. Ist eh ein weiblicher, bringt mir sowieso nichts. Aber warum ist hier ein Fraßgebiet und der Fuchs war nicht hier? Weil wir vorhin in den Lodge gespawnt sind, waren vielleicht zu nah dran an dem, dass er abgesprungen ist. Gut möglich. Wir checken mal vielleicht hier einfach die Zeit. Ah, 0 bis 4, okay. Ja, ich bin jetzt eine Zeitzone später, weil ich glaube, die sind ja bis 7 oder so auf den Feldern. Oder bis 8 sogar, ich weiß gar nicht. Dementsprechend bin ich jetzt hier einen Ticken später. Wir können aber auch nicht zu viel Zeit uns hier lassen, denn die Wildschweine haben auch nicht so lange Fraßzeit auf den Feldern. Aber ich will jetzt auch nicht nachts jagen hier im komplett Dunkeln. Deshalb habe ich relativ früh angefangen, aber auch nicht im ganz Dunkeln. Apropos Wildschweine, da kriegen wir den ersten Brumpfschrei. 60 bis 80 Meter ist also hier direkt hinterm Hügel, allerdings auch mitten im Wind. Ich weiß nicht, ob wir das bekommen. Wir bräuchten aber eins in Gold. Also vielleicht die erste Option, hier einen Keiler zu schießen. Wie groß er ist, weiß ich nicht. Aber er ist zumindest hier auf dem nächsten Maisfeld drauf. Oder hinten landen Gänse. Die jucken mich aber heute mal nicht. Wir schauen, dass wir über den Hügel kommen und dann im besten Fall das Wildschwein sehen. Weil ich nicht genau weiß, wo. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nah gewesen, leider. Ja, da vorne sind sie.
Boah, ein Zweier. Ja, der wird sie machen, ne? Der wird sie machen. Da ist ein Dreier-Wildschwein, aber auch oh, sehr niedrig scoren. Oder 84. Da wird ja niemals Gold. Das wird ja echt niemals Gold auch. Aber riskiere ich jetzt das zu schießen? Damit vertreibe ich halt hier auf dem Maisfeld alles andere, ne? Okay, lassen wir ziehen. Lassen wir ziehen. Die sind ja echt nicht... nicht die Größe, die ich brauche. Dementsprechend sehe ich da wenig Optionen für. Dann haben wir einen Fuchs da, aber ich glaube, das ist ein weiblicher, den kenne ich schon. Haben wir nämlich letztes Mal den männlichen erst weggeschossen. Und damit ist das hier für mich auch hinfällig. Ich habe das Gebiet gewechselt, auf den anderen Feldern war nichts mehr, was wir brauchten. Also da zumindest kein großes Wildschwein oder aber ein männlicher Rotfuchs. Hoffen wir, dass wir hier ein bisschen mehr mit Glück gesegnet sind. Hier haben wir die drei Felder und dann haben wir noch da hinten die Nebenfelder. Ich glaube, das sind auch Maisfelder. Muss ich gleich gucken gehen. Da hatten wir auf jeden Fall auch noch die Gelegenheit. Ist nur die Frage, hier haben wir natürlich jetzt relativ viel immer gejagt, ob jetzt hier wirklich was Gutes ist. Weil hier der Hochsitz steht, den ich oft benutze, wenn ich Ansitzjagd mache. Und dementsprechend, ja, haben wir jetzt hier vielleicht, also Silberfuchs vielleicht. Aber ob wir hier einen guten Keiler noch irgendwo haben, den ich nicht geschossen habe. Nur wenn wir hier irgendwo Respawn hätten. Hier ist zumindest mal die Pferde von dem männlichen Fuchs. Aber der zieht ja in den Wald rein, da bringt er mir nichts. Dann können wir uns vielleicht auf den Hochsitz setzen und wirklich versuchen, ein bisschen zu callen. Ein bisschen Zeit da rein investieren. Da oben ist ein Fuchs. Auch wieder ein weiblicher, das gibt's nicht. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich wieder nur weibliche Füchse finde, ne? Es ist dasselbe Problem wie immer. Eine Pferde von dem männlichen Rothirsch haben wir auch hier. Oder generell von Rothirsch. Das ist, glaube ich, auch ein Dummisch rot gefleckt. Aber ich hatte gerade auf jeden Fall hier männlichen Rothirsch, können wir uns auch schon mal merken. Weil den bräuchten wir ja zur Not auch noch. Falls wir hier überhaupt bei den Wildschweinen und bei den Füchsen fündig werden. Denn, ja, sonst bringt es mir eh nichts. Oh, da oben sind Wildschweine. Guck mal einer an. Aber es ist halt das, was ich befürchtet habe. Aber das ist ein 3, das Scope ist 106. Ich weiß nicht, ob das reichen könnte für Gold. Ab 100... Ach, nee, die 144, der ist auch nicht gut, ne? Der ist auch nicht gut. Aber was habe ich für eine Wahl? Also ein Fuchs ist ja hier auch nicht zu sehen irgendwo. Eigentlich kann ich nur versuchen, das Wildschwein zu schießen. Ja, aber... eigentlich auch verschwendet, ne? Sag ich, wie das ist. Ist eigentlich verschwendet, aber was soll ich machen? Ich nehme ihn jetzt einfach da erstmal mit und dann müssen wir eh zum anderen Maisfeld wieder. Ja, den haben wir zumindest. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er Gold macht, um ehrlich zu sein. Ich kriege aber einen Warnung von einem Rothirsch. Das ist ein bisschen erstaunlich. Weil die dürfen eigentlich gar nicht hier sein. Aber wenn die in der Nähe sind, vielleicht da irgendwo im Wald, kann ich die herausrufen und schon mal versuchen, den zu schießen. Dann spare ich mir jetzt Zeit umstellen bei den Rothirschen vielleicht. Also versuche ich den jetzt mal hier gerade mal anzulocken. Und guck, ob wir den gleich kriegen. Mein Wildschwein liegt auch hier. Das gucken wir uns dann an. Boah, das wäre richtig gut, wenn wir den Rothirsch ohne Zeitumstellen schießen könnten. Obwohl er eigentlich gar nicht hier sein dürfte. Das wäre richtig, richtig gut. Das würde ich begrüßen. So, ja. 83er. Wir sehen, er hätte Goldpotenzial gehabt. Ab 98 sind sie Gold. Der war bis, wann war der? Bis 108 oder so. Aber er macht halt 83, ne? Machst du nix. Silberwertung nur. Aber gut, den Versuch mussten wir jetzt mitnehmen. Wird aber vielleicht belohnt, falls der Rothirsch da hinten zu mir kommt. Oder ist er? Warte mal, ich muss Silber schießen, oder? Er ist jetzt ein Fünfer, ne? Aber ein Rothirsch, ein Fünfer oder sind noch mehr? Das hat nur der männliche da, glaube ich. Ich würde ihn jetzt schießen. Ja, hat gepasst. Das wär okay. Das wäre okay, wenn wir da wirklich wenigstens den Rothirsch hier, der war auf dem Maisfeld, so viel steht fest. Was der hier gemacht hat, ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber das wäre richtig gut, wenn wir den abhaken könnten. Vielleicht haben die echt hier wirklich ihr Ruhegebiet direkt hier neben dem Maisfeld oder so, denn eigentlich haben die gerade Ruhezeit.
Die fressen erst nachmittags, ja, da vorne ist es, ne? Ja. Die haben tatsächlich auf der Ecke hier einfach ihr Ruhrgebiet gehabt. Und er macht Silber. 130. Damit, war sogar fast safe Silber, ich weiß gar nicht, Silber nicht so schwer, ne? Da haben wir geschafft. Ich glaube, da würden wir auch bei dem Rotfuchs schaffen, wenn wir halt einen Rotfuchs finden würden. Dann brauchen wir halt nur zwei Keiler. Und ich glaube, mit den Keilern wird es leider tatsächlich eng, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel oben im Norden auf den Maisfeldern keine habe. Also da sind keine Wildschweine, die sind, aber ich glaube auf dem, ich glaube eins von denen hier ist noch, ne? Aber da habe ich so viele Gebiete, aber hier oben, da sind richtig viele Maisfelder, habe ich aber kein Wildschwein, die fressen immer hier. Da habe ich auch keins drauf, da ist ein Maisfeld, glaube ich. Ich glaube, ich hätte hier noch so kleine Maisfelder, die müsste ich abchecken. Aber ja, das war's dann auch. Ich glaube, hier unten gibt es kein einziges Maisfeld irgendwo, oder? Und wenn, dann kenne ich es nicht. Also ich glaube, das sind alles Weizenfelder, hier ist Weizen. Naja, das ist alles Weizen hier, glaube ich, und die hier auch. Also Maisfelder mal halt hier Peter sein. Warte mal, was ist das denn für welche? Das sind die mit den Dammhirschen immer, ne? Ich habe die mit denen hier verwechselt. Was sind das hier für Felder? Das sind doch bestimmt auch Maisfelder, oder? Ich check die auf jeden Fall ab. Und dann haben wir die noch als Option. Pidersheiner Maisfelder. Das sind die, wo wir waren. Ja, okay. Okay, dann vielleicht die im Süden. Ey. Da war ich natürlich relativ selten. Ich weiß, dass ich da Dammhirsche habe. Und alles andere weiß ich nicht. Wir gehen aber erstmal da vorne gucken, weil da haben wir häufig auch Füchse. Bis auf Gänse scheint hier aber tatsächlich gar nichts zu sein. Keine Fährte von einem Fuchs, keine Fährte von einem Wildschwein. Auf jeden Fall anscheinend nicht um die Zeit hier. Ich überlege, ob ich gerade mir ein paar Minuten nehme, um hier vielleicht Tiere anzulocken. Weil ich weiß, dass da hinten auch ein paar Ruhrgebiete im Wald sind. Aber warum sollten die jetzt besucht sein? Wildschweine vielleicht, weil die sind gerade an der Übergangszeit von Fressen auf Ruden. Dementsprechend, ja, wenn die früh da sind, könnten die schon da sein, aber dann hätte ich auch hier irgendwelche Fährten auf dem Feld, ne? Und das ist alles hier irgendwelche Dammhirsche sind da, perfekt. Die brauchen wir sicherlich nicht, da vorne sehen wir ihn. Aber weder einen Fuchs noch einen Wildschwein hier überhaupt irgendwo auf den Feldern zu sehen. Also dann einfach eine Option, direkt weiterzugehen zu den Pidersheiner Maisfeldern. Dafür werde ich auch jetzt mal die Zeit einmal umstellen, damit wir hier nochmal wirklich auch die Wildschweine überhaupt erwischen. Denn, ja, jetzt schon 6 Uhr irgendwas gewesen. Ich glaube, da ist die Phrase der Wildschweine halt auch schon vorbei. Und wir können dann von dem Zelt hier aufbrechen zu den Pidersheiner Maisfeldern. Vielleicht einfach hier direkt rein und dann können wir hier uns langsam langhangeln. Denn die Zeitumstellung für ein Rothirsch brauchen wir ja nicht mehr. Entweder führen wir jetzt in den Morgenstunden dann auch Wildschwein und Rotfuchs oder halt nicht. Den Nachmittagsschwimm brauchen wir eh nicht. Aber macht jetzt auch keinen Sinn, da in den Pidersheiner Maisfeldern gucken zu gehen, wenn die Wildschweine gar nicht mehr da sind. Falls da welche wären. Ich hab zumindest hier Wildschweinfährten, aber. Oh, guck mal hier, 240er sogar. Aber wo soll er hin sein? Weil hier auf dem Feld ist er nicht. Also auf jeden Fall ein richtig guter Keiler, aber anscheinend in den Wald reingezogen, was keinen Sinn ergibt. Ja, dann wäre er wieder Richtung der Felder gezogen, wo ich gerade war. Und hier sind sie alle, die Fährten. Aber da war er nicht. Oder hat er vielleicht hier früher gefressen auf dem Feld und ist dann wieder reingezogen? Weiß ich nicht. Wir gehen mal auf jeden Fall aufs nächste Feld, denn auf dem Feld hier, auf dem ersten, ist nichts zu sehen, außer Rothirsche, die da auch wieder in dem Wald da am Chillen sind. Die könnten wir wieder callen. Aber die bringen wir halt nichts, denn wir brauchen logischerweise einen Fuchs oder ein Wildschwein. Dann haben wir für Fährten Fasan. Fasan bringt mir auch nichts. Müssen mal gucken, ob wir vielleicht auf der anderen Fälle finden. Jetzt zumindest ein männlicher Fuchs muss da wohl drin sein, oder? Goldkeiler, 2 Stück, wird echt eigentlich der Ding der Möglichkeit. Das war mir vorher fast schon bewusst. Dafür kenne ich meine Wildschweinpopulation zu gut auf der Karte. Und ich weiß, dass ich auf den Maisfeldern nicht so viel Population habe. Ich habe die gehabt, die wir gerade da, wo wir da einen beschossen haben. Dammhirsche bringt mir auch nichts. Ich wusste, dass wir Pidersheine, die auf dem Feld da haben. Aber, oder also auf dem anderen Pidersheiner Feldern da oben. Auf den hier bin ich mir nicht so sicher, ob hier was ist. Denn hier bin ich wirklich
selten unterwegs. Aber das ist halt die Option, die es vielleicht dann doch wieder gut macht. Denn wie gesagt, gerade da die 240 Kilo Wildschweine. Oder eine 240 Kilo Wildschwein, das war eigentlich schon eins, was ich gerne hätte. Ich wüsste nur gerne, wo das am Fressen ist. Aber hier auch nur Reh, wie es aussieht. Hier wirklich kein Wildschwein irgendwo. Vielleicht call ich einfach für Wildschweine. Dann kann ich da spotten, wieder ein Reh. Aber die müssen ja hier sein irgendwo. Wo ist der 240er hin? Da unten sind Wildschweine. Allerdings auch wieder nur ein Zweier männlich. Ich da sehe viele Rehe. Das frisst ja auch neben mir. Ah, das Reh, okay. Never mind. Tja, wenn es wieder nur ein einzelner Zweier Keiler ist, was soll ich machen? Sieht nicht so aus, als wenn da noch einer bei wäre, ne? Haben wir da? Gänse. Gänse. Auch ein schönes, großes Maisfeld. Nur leider kein Tier, weil ich brauche, dass ich auch nicht mal einen Fuchs da drauf habe. Das ist echt so frech einfach. Ach, hier wieder irgendwelche Gänse. Ja, er macht ja keinen Sinn, den jetzt da zu schießen, ne? Der 79er, also der hat da nicht mal die Möglichkeit, überhaupt Gold zu werden. Würde ich jetzt auch, ob ich hier einfach den Call einstellen, wenn ich den Fuchs irgendwo ranrufe. Aber wo soll er herkommen? Also wenn ich ja hier keinen auf den Feldern sehe, ist gerade Fraßzeit. Was soll der in den Wäldern machen? Da können die ja vielleicht auffressen, weil da irgendwelche kleinen Wiesen sind oder so, aber... Boah, das ist nicht das Beste, was ich wahrscheinlich machen könnte. Aber mir gehen halt auch die Maisfelder aus, ne? Das ist halt das nächste Problem. Ich werde es halt nochmal hier im Norden versuchen. Wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich wenig Wildschweine habe. Aber ich habe gesehen, ich habe hier zumindest von 6 bis 10 Wildschwein Ruhrgebiet. Und das sind alles Maisfelder, glaube ich. Also wenn da welche gleich wären, wenn es kurz vor 6, dann könnte ich die vielleicht da rauslocken. Füchse, keine Ahnung, ich habe hier keine Gebiete von einem Fuchs. Alles Rothirsche, Rehe oder sonst was, Kanadagänse. Weiß ich nicht, wie die da ausgestellt sind. Aber das werden wir sehen. Sind jetzt auch die letzten Maisfelder, die ich halt habe, bis auf dieses ganz kleine da noch, glaube ich. Ich glaube, das hier und das hier, glaube ich, Baby-Maisfelder, die würde ich fast vernachlässigen, weil, also, weil ich jetzt auch keine zwei Goldkeiler schießen, sind wir ehrlich. Ich glaube, auf der Seite sind auch nur Weizenfelder, wenn mich nicht alles täuscht. Also, entweder kommt hier noch was oder es sieht ganz finster aus. Da hinten sehen wir Wildschweine, einen Zweier und einen Vierer, ich glaube es nicht. Ah, da sind zwei Vierer. Da sind zwei Vierer. In einer Gruppe. Hier oben im Norden, Alter. Neues Futtergebiet. Das hatte ich noch nicht. Und dann stehen einfach zwei Vierer da drin. Die brauche ich beide. Okay, wir müssen da jetzt näher ran. Da brauchen wir nur noch einen Fuchs, ey. Wo ich den herkriegen soll, weiß ich auch noch nicht. Denn den sehe ich hier links rumlaufen. Aber egal, da sind zwei Vierer Wildschweine. Das ist der absolute Jackpot. Also besser kann es da gar nicht sein. Wenn wir die beide einfach schießen... Hätten wir noch 20 Minuten für einen Fuchs. Ich versuche hier vorne an die Kante zu kommen, bis zu den Bäumen. Und dann stehen die hoffentlich beide breit. Ich sehe die hoffentlich beide. Ach, scheiße, ein weiblicher Fuchs. Okay, aber das heißt, die sind Füchse. Vielleicht können wir dann noch versuchen, einfach einen Fuchs zu callen irgendwo. Vielleicht, ja, höchstens hier, weiß ich, wenn wir jetzt hier ballern, dann sind hier alle Füchse weg. Aber schon mal auch gut, dass es hier vielleicht noch Füchse gibt. Denn hier sind etliche Maisfelder. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Maisfelder. Und... Wenn hier dann nochmal vielleicht die Challenge zum Guten wenden. Aber das heißt erstmal hier die Wildschweine schießen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt wegziehen, weil die, glaube ich, gleich Fraßende haben. Ich bin jetzt hier wieder am äußersten Limit. Wenn nicht, dann müssen wir sie versuchen zu callen oder so. Aber das wäre natürlich jetzt hier der absolute Jackpot. Zwei männliche Wildschweine. Ihrer Wildschweine, wo sind sie hin? Wo sind sie denn? Da sind sie, okay. Da sind sie. Wo sind die Vierer, ist die Frage. Freunde. Da ist eins. Wo ist das andere? Da. Okay, die stehen beide breit, allerdings leider auch ziemlich weit auseinander. Das wird... Na gut, was soll ich machen? Und er bewegt sich.
Ja, zieh mal dann wieder zurück, aber jetzt zieh nicht weg, okay? Ja, bleib so stehen. Oh, nee. Nein, etwa zu schnell. Und ich habe keine Luft mehr. Ich habe keine Luft mehr. Ich kann nicht schießen. Hallo. Das kann nicht sein. Ich habe keine Munition. Das kann auch nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Boah, aber wie schnell ist es denn abgesprungen? Es hat sich halt gedreht so schnell. In der scheiß Drehung konnte ich den nicht schießen. Und dann war es weg. Und dann war es weg. Boah, das Kacke wäre auch einfach nur 3 Kugeln im Dings da drin, ne? Ah, ich habe auch nicht gesehen, dass ich nur 2 drin hatte. Boah, ja, was soll ich machen? Die werden wir halt nicht wieder zurückkriegen. 20 Minuten. Da vorne ist ein Hochsitz, aber selbst wenn ich jetzt von da aus callen würde, würde das glaube ich nichts bringen. Die werden wir nicht wieder hier hinbekommen. Boah, das war die Chance, ne? 2 Wildschweine da gewesen. Und ich treffe nur das eine. Ich treffe nur das eine. Naja, wenigstens das sollte auf jeden Fall Gold machen. Ja, 126er. Es hätte so perfekt sein können. Es hätte wirklich perfekt sein können. Hier ist sogar noch eine Fährte von einem männlichen Fuchs. 8 bis 12 Kilo. Auch der muss ja irgendwo hier sein. Ja, ich bleibe jetzt an dem jetzt erstmal dran. Hoffe, dass der irgendwo auf Maisfeldern rumturnt. Alt, okay. Der ist nicht mal sehr alt. Also der ist gar nicht so weit weg. Vielleicht steht er auf dem nächsten Maisfeld da hinten. Boah, dann wäre es noch ärgerlich, wenn wir das Wildschwein da nicht getroffen hätten, ne? Wenn wir jetzt auch noch hier einen männlichen Fuchs finden. Da hinten ist ein männlicher Fuchs, allerdings ein Vierer. Das ist nicht der, den wir brauchen. Aber ich brauche nur einen Silberfuchs, oder? Das sollte der auf jeden Fall machen, denke ich. Deshalb würde ich sagen, gar nicht lang fackeln und ich nehme den einfach da mit. Okay. Haben wir. Haben wir. Boah, Mann, das Vierer-Wildschwein, ey. Das Vierer-Wildschwein. Was machen wir denn jetzt? Das ist das Einzige, was jetzt fehlt. Ein Wildschwein. Boah, ich hatte einfach getroffen. Dann wäre alles vorbei. Aber nö. Nö. Das menschliche Versagen kickt mal wieder rein. Nehmen wir erstmal unseren Fuchs hier. Der macht Silberwertung. Da sehen wir es. Da hat der Schuss gepasst. Also, auch den haben wir. Ich kann jetzt halt echt eigentlich nur hier zurückgehen und die callen. Weil, was habe ich für eine andere Option? Hier oben sind keine Wildschweine. Ich kann jetzt versuchen, eine Viertelstunde einfach zu callen und beten, dass sie nochmal zurückkommen. Caller ist platziert. Schön da auf dem Feld. Und ich werde mich jetzt hier in die Büsche verziehen. Und dann werde ich hier Stellung halten. Und gucken, ob irgendwo da aus diesem Wald-Buschgebiet jemals wieder ein Wildschwein rausziehen wird. Das ist die einzige Option, die ich jetzt noch habe, weil ich habe die Maisfelder hab ich alle abgesucht. Da habe ich keine Wildschweine mehr gehabt, keine anderen. Und das ist das einzige Goldwildschwein, weil ich jetzt hier noch schießen kann. So, kann ich mich in den Busch hier verstecken? Nö, der zählt natürlich wieder nicht, ne? Danke für nix. Ich brauche einen anderen Busch. Ah, ja. So. Ah, warte. So, der Große hier, der ist es. Okay, perfekt. Was ruft da? Damn hier, na gut. Okay, ich bin versteckt im Busch. Lieg auf der Lauer und jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir irgendwo nochmal die Wildschweine hier rausbekommen. Ich finde es ja wirklich nett, dass überhaupt Tiere kommen. So ein Damm hier, der auf einmal frisst, Gänse, die da landen. Aber noch 4 Minuten auf der Uhr und von Wildschweinen fehlt jede Spur. Bin dichter, Alter, hat sich gereimt, ne? War krass. Wäre noch krasser, wenn jetzt ein Vierer Wildschwein irgendwas aus dem Busch kommt. Ein Reh, guck mal, ein Reh kommt da auch. Das kann nicht sein. Junge, hier kommt einfach alles. Hier kommt alles, Alter. Damirsche Reh. Gänse. Wildschwein. Wildschwein. Das ist ein Zweier Wildschwein. Ein Zweier Wildschwein war gerade auch in der anderen Gruppe drin. Das war gerade auch in der anderen Gruppe. Aber ist das...
Aus der Gruppe oder ist das ein einzelnes? Weil ich sehe da kein anderes Wildschwein. Da ist noch ein Reh. Junge, wie viele Tiere sind hier auf einmal? Aber ein Dreier. Ein Dreier war nicht in der Gruppe, oder? Ein Dreier? War ein Dreier in der Gruppe drin? Glaub nicht. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Alter, 3 Minuten. 3 Minuten. Kann jetzt einfach das Vierer aus dem Busch da kommen? Was ist das? Ein Einser. Okay, da kommen ein paar raus. Da kommen ein paar raus, ein paar Wildschweine. Das Vierer. Da ist das Vierer. Freunde, das hat Vierer. Ist das frei? Sehe ich das? Ist weit, ne? Komm, ey. Okay, ich hab's. Ich hab's. 2 Minuten, Alter. 2 Minuten, Freunde, ey. Rolf, Alter, ich laufe, ich sprinte. Lauf schneller. Als ob das hier noch gut von aus den Büschen da rauskommt. Als ob das noch da rauskommt. Komm, lauf, 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 lauf. 1,47, weit ist das noch gelaufen? Ich hoffe nicht so weit. Weit war auch nicht auf dem Maisfeld eigentlich, ne? Aber ist mir auch egal. Macht, was ihr wollt da draus, Alter. Ist mir scheißegal. Ich sag, das zählt. Auch wenn er 3 Meter neben dem Maisfeld stand. Maisfeld ist Maisfeld. Hier ist Maisfeldregion. So, wo ist der Anschuss? Ja, war nämlich irgendwo, glaube ich, 3 Meter daneben. Aber ich habe halt auch keine andere Zeit gehabt. So, hier ist er. Hier ist das Maisfeldende. Da ist der Anschuss. Mir scheißegal, was ihr dazu sagt. Denn für mich zählt das. Für mich habe ich die Challenge geschafft. Besser wird's nicht. 1 Minute Zeit. Und zu guter Letzt hier das Wildschwein mit einer Goldwertung noch erlegt, was ich beim ersten Versuch leider nicht ganz getroffen habe. Boah, Junge, das war knappi. Das war knappe Nummer. Dass die echt jetzt die Nummer rauskam, das war ein bisschen sehr glücklich. Aber soll mir recht sein. Ich nehme es mit. Das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.